wir befinden uns jetzt hier im Restaurant Helvigas, das ich vor einem Monat übernommen habe. Wir waren vorher mit meinem Bruder zusammen, wir waren, haben das vor 13 Jahren eröffnet. Wir haben uns dann getrennt, haben dann eine Vereinbarung getroffen und ich habe das jetzt ein bisschen umgestaltet. Ich denke, dass wir das jetzt auf ein Niveau gebracht haben, was in Meran heute auch interessant ist. Auch Meran entwickelt sich weiter und auch wir als Restaurateure müssen uns weiterentwickeln. Ich aus Helvigas, mein Name Helvigas, denke, muss ich mir den Namen ein bisschen, ist die Ehre, dass ich sage, ich möchte ein gewisses Niveau haben. Und ich denke, dass der Innenhof, den was wir da in Helvigas haben, sehr interessant für Meran ist. Und wir haben eine Kombination von Pizzeria, von Restaurant. Also wir haben auch eine Küche, die italienisch und mit tirolischen gemischt wird. Das auch sehr gut ankommt, auch von den Gästen. Mein Hauptprinzip ist wirklich, den einheimischen Gast, also sei es den Meraner Gast, herzukriegen, weil ich finde, dass der Gast, der Meraner Gast, das Fundament ist. Wenn der Meraner Gast mich annimmt, dann weiß ich genau, dass er auch den Gast schickt. Deshalb, das war ich schon immer und ich bin jetzt schon wirklich, kann ich sagen, schon seit 25 Jahren in diesem Job. Und ich bin bis jetzt immer sehr gut gefahren. Und dank meiner ganzen Crew, die ich immer habe, habe ich immer die richtige Wahl getroffen. Und ich habe immer die richtigen Leute hinter mir, denn ich alleine würde das nicht schaffen können, aber ich habe immer die richtigen, ich habe vielleicht auch die richtige Hand, mit den Leuten umzugehen, mit meinen Mitarbeitern umzugehen. Und deshalb habe ich auch diesen Erfolg, den ich bis jetzt habe. Und ich bin sicher, dass wir das auch so weiterhin können. Dieses wunderschöne Restaurant Helvigas, was sind so ein paar typische Spezialitäten, die so besonders aus der Karte hervorstechen, was man unbedingt probieren muss? Ja, zurzeit haben wir natürlich die Spargelwochen, die wir jetzt haben im Frühjahr. Dann haben wir natürlich die gewisse Nudelspezialitäten, die man dann variiert. Jeden dritten Tag werden die gewechselt. Und da haben wir wirklich eine große Auswahl, sei es von den Teigwaren, von Teigtaschen, von Tortellini und Spaghetti und diese Sachen, aber auch Fleischgerichte von den Einheimischen. Wir beziehen das Fleisch wirklich aus der Provinz, also von der Umgebung. Das ist, sei es von Lamm, sei es von Rind und die Sachen werden alle da in der Umgebung erzeugt und auch da. Ist alles regional? Alles regional von da. Okay. Ja. Gibt es auch Biogerichte? Haben wir auch, ja natürlich. Ja. Und in welcher Preislage befinden sich? Also wir haben eine Preislage, die, denke ich, sehr interessant ist, denn wir haben wir machen dieses Business-Lunch auch für die Leute, die hier arbeiten, weil man weiß einfach, die Leute, die hier in die Geschäfte arbeiten, die haben ein gewisses Budget, die haben nicht so viel Geld und wir bieten dann an ein Business-Lunch. Das geht von bis zu 11, 10 Euro und da bringen die Leute mit. Ein Nudelgericht, einen Salat, einen Mineralwasser bis zum Kaffee und das ist in diesem Business Lunch Inhalt. Welche Preisniveau sind wir da? Da sind wir bei 11 Euro. Beim Business Lunch? Ja. Und abends auf der Abendkarte, was kostet so ein Abendkaufspreis? Also wir sind da, das variiert sich natürlich, da können wir, wenn wir heute ein Menü hernehmen, das geht, sind wir bei 35 Euro. Mhm. Okay. Für ein Dreigangmenü. Ja. Mhm. Und wie viele Plätze habt ihr hier? Innen wir und haben, außen? Also wenn wir die ganzen Plätze hernehmen, da haben wir bis zu 200 Plätze. Ja. Wir sind ja hier in einem wunderschönen Innenhof. Von wann ist das Ganze? Die ganze Architektur, das ist ja hier. Das bin ich jetzt selbst ein bisschen überfragt, weil da kann ich zu wenig aus. Ist in der Dunkelheit jetzt auch nicht so viel zu sehen, aber. Da haben wir dort hinten innen eine nette Bar und auch so ein bisschen Buffet aufgebaut.
Das da drüben gehört auch noch dazu. Das ist auch der beste Pizzeria. Das ist die Pizzeria. Da gibt es schwerpunktmäßig Pizzen. Ja, aber man kann auch, wenn jemand beim Pizza essen will, der will auch ein Filet essen oder was weiß ich, das kann er Und alles hier haben. Im Innenhof gibt es alles. Es gibt überall alles. Also, es gibt überall alles. Mhm. Es ist also ein offenes Barkonzept und man kann überall. Wir möchten auch, dass der Innenhof auch im Sommer, ich weiß es, dass er im Sommer sehr gut angenommen wird. Und dass die Bar sich dann auch sehr hervorheben wird. Und das ist mein Ziel. Also. Soll das auch eine Cocktailbar denn sein? Auch, ja. Gut. Weil wir haben hier daneben eine Diskothek, dass die Leute dann hier sagen, wir können bis 12 Uhr abends Pizza essen. Gibt es hier Leute, die hier wohnen? Es gibt wenige Leute, die hier wohnen. Hier oben wohnt mein Bruder. Okay. Und ich denke, er wird uns nicht so viel Ärger machen. Gut. Deutsche würden ja sofort klagen, sobald nach 22:01 irgendwo noch Lärm ist. Also wir versuchen schon mit den Nachbarn sehr korrekt umzugehen, weil ich weiß, ich habe auch mal gewohnt in der Nähe, wo eine Bar war, und das habe ich immer noch im Hinterkopf, und deshalb habe ich großen Respekt und ich versuche das sehr zu pflegen, aber wir haben da kein großes Problem. Also die mediterrane Lebensart ist hier im Südtirol doch irgendwie noch näher. Dann haben diese wunderschönen Blues Brothers Figuren hier irgendwas auch inhaltlich zu sagen? Also gibt es demnächst dann hier auch Jazzmusik? Ja, wir haben mehrere Events in heuer im Sommer. Das sind die langen Dienstage, die wir in Meran veranstalten. Und das geht los von in Juli bis hinein in August. Mhm. Und da haben wir immer dienstags, und das sind verschiedene Konzerte, auch hier in diesem Innenhof. Okay, super. Das hört sich ja sehr lecker an. Gibt es jetzt irgendeine ganz spezielle Spezialität, die man unbedingt hier probieren muss? Also das ist bei uns Signature Dish sozusagen. Ja, das ist das Carpaccio vorweg und nachher natürlich unser Nudelgerichte, das würde ich schon sagen. Okay, alles klar. Herzlichen... Achso, eine Webseite habt ihr auch bestimmt. Haben wir, ja. Wie lautet die? Die ist jetzt noch in Ausarbeit. Wir wissen noch nicht, ich weiß es noch nicht ganz genau, das muss ich mit meiner rechten Hand. Okay. Wir schauen, wie die aussieht. Aber wir haben eine, die ist demnächst fertig. Aber der Name? Ist Hellvegas. Das Hellvegas in Meran im schönen Südtirol. Jawohl. Super, herzlichen Dank. Ich bedanke mich.